kann. Der Sozialstaat ist von Anfang an einbezogen dahin, Leistung volkswirtschaftlich betrachtet zu erbringen und den gesellschaftlichen Reichtum zu produzieren. Ohne einen, wie ich finde, aufrechterhaltenen und hochentwickelten Sozialstaat gibt es keinen Wohlstand in einem Land wie der Bundesrepublik. Man muss bei den Sozialleistungen aufpassen. Wir haben auch Wildwuchs. In Berlin ist die doppelte Anzahl von Sozialhilfeempfängern wie im Bundesdurchschnitt. So, woran kann das liegen? Das ist eine andere Kultur. Die Menschen haben sich darauf eingestellt, diese Leistungen, die kriegen wir. So, und aus dieser Kultur müssen wir wieder raus. Die soziale Ausgrenzung der Armen ist in einem Land wie unserem viel, viel größer als in der sogenannten Dritten Welt. Die Straßenkinder in Südamerika schließen sich zusammen, bilden Gewerkschaften, wehren sich politisch gegen ihr Schicksal. In der deutschen Gesellschaft versteckt man sich, wenn man arm ist. Man wird ausgegrenzt, man wird verlacht und verhöhnt, häufig auch übrigens in der Politik, die diesem Treiben sogar Vorschub leistet. Nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg übernahm in den Westzonen die CDU eine erste sozialpolitische Initiative. 1947 beschloss sie das Ahlener Programm, das den Leitlinien einer christlichen Soziallehre folgte. Abkehr vom Kapitalismus wurde darin gefordert und eine soziale Neuordnung, die der Würde des Menschen entspricht. Auch Forderungen nach Verstaatlichung der Großindustrie wurden laut. Doch CDU-Kanzler Konrad Adenauer wehrte dies ab, zusammen mit Wirtschaftsminister Erhard. Dieser formulierte 1949 den Begriff der sozialen Marktwirtschaft, der im Sozialstaatsprinzip Eingang ins Grundgesetz fand. Mit dem Godesberger Programm 1959 warf die SPD ihre sozialistische Programmatik über Bord und bekannte sich zur sozialen Marktwirtschaft. Sozialpolitische Kernpunkte waren die Mitbestimmung, die Schaffung eines menschenwürdigen Sozialsystems, die Lebensqualität sichernde Renten und die Förderung des sozialen Wohnungsbaus. In den 70er Jahren beschloss die sozialliberale Koalition unter Willy Brandt eine umfassende Rentenreform, einschließlich der Mindestrente. Ein Sozialgesetzbuch fasste jetzt alle Sozialgesetze zusammen. In der sowjetischen Besatzungszone hatte die Besatzungsmacht 1947 die soziale Einheitsversicherung eingeführt. In der späteren DDR war im Rahmen der Planwirtschaft die Schaffung von Arbeitsplätzen für alle ein Zentralpunkt der Sozialpolitik und den riesigen Mangel an Wohnungen zu beheben. Auch ein Recht auf Erholung und Urlaub war im DDR-Gesetzbuch verankert. So sollte die sozialistische Produktivität gefördert werden. Als 1989 die politische Führung der DDR in einer gewaltlosen Revolution entmachtet wurde, war es aus mit dem, was in der DDR sozialistische Errungenschaften hieß. Nach der Wiedervereinigung wurde das westdeutsche Sozialsystem auch auf Ostdeutschland übertragen. Die Regierung Kohl hatte jedoch die Kosten der Wiedervereinigung unterschätzt. Der 1993 beschlossene Solidarpakt brachte drastische Einschnitte für Sozialhilfeempfänger, Arbeitslose und Kommunen. Das Sozialstaatsprinzip, so Kritiker, werde ersetzt durch das Prinzip der Selbsthilfe. Kohls Reform sei ein Schritt in die Vergangenheit. Die Zukunft in Saarbrücken-Burbach. Auf den Saarterrassen. Wo einstmals die Schwerindustrie zu Hause war, haben sich neue Betriebe angesiedelt. Neben den denkmalgeschützten Förderschächten residieren im IT-Park Softwarefirmen, Callcenter, Planungs- und Beratungsbüros, Dienstleistungsbetriebe. Junge Branchen, die auch viele junge Menschen beschäftigen. Im größten Unternehmen, der Software AG, arbeiten 600 Mitarbeiter. Doch die meisten davon leben nicht hier. Wenn man hierher fährt, fährt man noch durch eine Gegend, die noch sozial etwas anders geprägt ist. Das spüren auch Kunden, die zu uns kommen.
die also schon sehen, man fährt dann von der Autobahn ab, fährt dann durch Burbach, kommt dann zu diesem modernen Gelände und man spürt quasi an den Straßen, an den Häusern, wie der Wandel sich vollzogen hat. Es gibt ja hier jetzt so eine Kantine und dort gibt es natürlich günstiges Essen. Und wir sehen dort auch vermehrt Menschen aus der Gegend, die dort zum Mittagessen kommen. Ja. Das heißt, da kann man sagen, an einem Beispiel, dass durch die Infrastruktur, die wir geschaffen haben, auch die Bevölkerung außerhalb dieser Infrastruktur profitiert. Es sind überwiegend junge Akademiker, die hier arbeiten. Während nebenan in den ehemaligen Firmenwohnungen des Stahlwerks der Sozialstaat seine Kunden hat, herrscht hier eine andere Mentalität. Junge Akademiker denken jetzt nicht zu sehr an soziale Sicherheit, weil sie fühlen sich einfach stark. Verglichen mit der ehemaligen Arbeiterschaft im Saarland sind die immer noch mehr auf die Zukunft ausgerichtet und so schnell kann mir nichts passieren. Die sozialen Sicherungssysteme sind für andere gemacht, aber nicht für mich. Eine neue Art von Sozialpolitik wird im Stadtteilbüro Burbach geplant. Stadtteilmanager Axel Biel koordiniert die Neukonzeption des Stadtteils. Er will die jungen Familien der neuen Firmen hier sesshaft machen und Burbach das Image des Verliererviertels nehmen. Wir haben in den vergangenen Jahren eine sehr starke Verdichtung von Personen mit sozialen Problemen erlebt. Das führt dazu, dass sie in solchen Stadtteilen, wenn sie nicht entgegenarbeiten, eine Abwärtsspirale bekommen. Ein gesunder Stadtteil braucht viele unterschiedliche Bewohnergruppen. Und wir versuchen dieses Verhältnis jetzt durch die Anbindung der Menschen, die da arbeiten, nochmal ein Stück weit ausgewogener zu gestalten. Und indem wir versuchen, neue Bevölkerungsschichten ein Angebot zu machen, mag das auch dazu führen, dass bestimmte andere Bevölkerungsschichten vielleicht nicht mehr so stark hier vertreten sind. Sozialpolitik mit Fragezeichen. Wo die alten Bewohner eines Viertels hin sollen, wenn neue eingeplant werden, wird nicht gesagt. Dass etwa in Villenvierteln Hartz-IV-Empfänger einquartiert werden, um einen Stadtteil gesünder zu gestalten, auf diese Idee käme niemand. So findet in Burbach ein Prozess statt, den man überall findet. Viertel mit niedriger Durchschnittsmiete werden durch Sanierung und Neubauten aufgewertet. Das Resultat? Mieten steigen. Am Ende müssen die alten Mieter weichen. Wohnungspolitik als sozialer Verschiebebahnhof. Gentrification heißt dieser Prozess. Der Protest gegen die staatliche Sozialpolitik erfasste in den 90er Jahren viele Menschen. Denn für die rot-grüne Regierung unter Kanzler Schröder hatte Automanager Peter Hartz ein Konzept ausgearbeitet, das die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe II und Sozialhilfe auf ein sogenanntes soziokulturelles Existenzminimum vorsah. Schröder entwickelte die Agenda 2010 mit weiteren Einschnitten in das Sozialsystem. Etwa steigende Beiträge für die Krankenversicherung oder Lockerung des Kündigungsschutzes. Die Finanzkrise ab 2007 traf die CDU-FDP-Regierung unvorbereitet. Durch riskante Spekulationen waren einige Banken nah am Zusammenbruch und mussten mit Bürgschaften in Milliardenhöhe, also Steuergeldern, gestützt werden. Während Bankenmanager hohe Abfindungen einstrichen, stritt sich die Regierung Merkel noch 2011 mit der Opposition um die Erhöhung der Hartz-IV-Beträge in Höhe von 5, 9 oder 11 Euro. So, gehen wir lieber hier rum. Guten Tag. Tag. Saarbrückens Oberbürgermeisterin Charlotte Britz bei einem Außentermin. Die Sozialdemokratin besucht heute Arbeitsbeschaffungsprojekte und Jobcenter in ihrer Stadt. Ich würde mich bei Ihnen melden. Die Jobcenter melden zwar einen Rückgang der Arbeitslosenrate im Saarland, aber sie liegt immer noch einen Prozentpunkt über dem westdeutschen Durchschnitt und bei der Kurzarbeit bundesweit an der Spitze. Auch haben die Kommunen durch die neue Rechtslage höhere Soziallasten zu tragen. Das schlägt auf den Etat der Stadt. Wir haben eine Riesenverschuldung und man kann fast nachweisen, dass die Verschuldung parallel dazu gestiegen ist zu den Soziallasten.
Jedes Jahr kommen neue Gelder hinzu. Man müsse das System komplett neu überdenken, weil diese Bürokratie natürlich auch von der Arbeitslosigkeit lebt. So. Entschuldigung, ich muss gerade noch telefonieren. Ach, guck mal da, man sieht alle. Dürfen wir kurz stören? Guten Tag. Charlotte Britz hat Sozialarbeit studiert, war später Sozialdezernentin der Stadt und ist jetzt seit 6 Jahren im Amt. Sozialpolitik ist ihre Domäne. Besonders betrüblich findet die Oberbürgermeisterin, dass von den 50 Milliarden Euro aus dem Staatshaushalt für Hartz-IV-Empfänger mehr als die Hälfte im bürokratischen Apparat hängen bleibt. Auch der Wandel im Umgang mit den Menschen ist ihr aufgefallen. Es ist schon eine große Veränderung für mich zu erkennen gegenüber dem Sozialamt, wie wir mit den Menschen umgegangen sind, wie wir über die Menschen geredet haben. Empfinde ich, hat das Jobcenter hier auch eine eigene Sprache. Teilweise ist die Sprache für mich so technokratisch, dass ich so das Gefühl habe, es ist ganz weit von den Menschen weg. Es ist eine Riesendistanz, also man aktiviert Fälle, man aktiviert keine Menschen mehr. Diese Distanz zwischen dem Bürger in sozialer Not und der Bürokratie erlebt sie auch im Verhältnis Bundespolitik und kommunaler Ebene. Wenn man sich Berlin und die Bundespolitik anschaut, kann man schon auch sagen, das ist, glaube ich, schon so eine leichte Käseglocke, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen. Aber ich glaube, dass sie von der realen Welt doch sehr, sehr weit weg sind. Die Kommunen, da leben die Menschen. Wir sind dafür da, auch das alltägliche Leben der Menschen im Prinzip zu organisieren, zu garantieren. Und im Moment erhalten die Kommunen einfach zu wenig Finanzierung, um ihre Aufgaben weiterhin erledigen zu können. Die Soziallasten werden immer ungleicher verteilt. Für die Arbeitgeber Entlastung bei den Sozialkosten, für Kommunen und Bürger Erhöhung der Kosten. War früher die Sozialversicherung fast ausschließlich durch Beiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern finanziert, muss heute der Staat Fehlbeträge mit Steuergeldern ausgleichen, soll das Sozialsystem noch funktionieren. Seit Jahren scheint die Politik nur ein Rezept für das Problem zu kennen: Kürzung der Sozialleistungen. Und immer mehr Bürger sind von dieser Art der Umverteilung betroffen. Die Instrumente des Sozialstaates sind aus meiner Sicht nicht mehr adäquat, nicht mehr zeitgemäß und sind auch an ihre Grenzen gestoßen. Und das ist, glaube ich, eher die Problematik, die man heute mal analysieren sollte. Rund 120 Jahre ist das Versicherungssystem ohne staatliche Hilfen ausgekommen. Da waren wir vielleicht auch wirklich arm nach heutigen Kategorien. Heute, nachdem wir also sehr viel mehr verdienen, kommt dieser Staat auf die Idee, und sagt, da muss ich mit Steuergeldern rein. Und das halte ich für eine völlig falsche Entwicklung. Bereits unter der Regierung von Helmut Schmidt wurden die ersten Gesetze, damals das Haushaltsstrukturgesetz 1975, auf den Weg gebracht, um soziale Leistungen zu kürzen und um auch die Strukturen des Sozialstaates zu verändern. Das hat sich fortgesetzt und sicherlich einen Höhepunkt erreicht mit der Agenda 2010 von Gerhard Schröder. Wir haben ein Sozialhilfesystem, das die meisten gar nicht kennen, wie qualitativ hochwertig dieses System ist. Und keiner fällt dort durch die Maschen, dass man sagt, das wird nicht mehr bezahlt. Ich finde, dass durch Neuregelungen wie bei Hartz IV in der Tat die Gefahr besteht, dass die Grundgesetzmaxime, nämlich das Sozialstaatsgebot unserer Verfassung, die Bundesrepublik als Sozialstaat zu gestalten, dass diese Maxime in Gefahr gerät und wir dem Grundgesetz und dem, was damals 1949 festgeschrieben worden ist, nicht mehr gerecht werden.